Ich habe da eine Freundin, die macht so Coaching und die sagt immer, ich darf die und die Körpergeräusche immer nicht machen bei dem Ganzen. Meine Cousine hat gesagt, ich soll bitte diesen gestreiften Pullover nicht mehr anziehen von den letzten Videos beim Orange Wein. Das wäre ja furchtbar. Jetzt, I'm on fire, jetzt geht's los. Jetzt kriegt der Lena mal was Gescheites zum Trinken. Sage ich natürlich nicht. Das ist wieder Enrico-Wein, ich sag nicht. Was hat der mal gesagt, der Clown? Ein guter Wein muss beim Trinken wehtun. Das ist hier der Fall. Oder? Wenn du denkst, der ist schon fertig, geht es erst los. Was soll man da sagen? Das muss wie das letzte Stück Pizza sein, wenn du am Tisch sitzt und sagst, okay, hoffentlich kann ich das haben, hoffentlich will das keiner. Das Schweflige, bilde ich mir das ein, oder ist das... Das soll ja jeder haben, das Schweflige, das ist ganz am Anfang, ja. Wo das dort auch die Böden sind ab und zu, das ist schon... Der schmeckt für mich nach Silvester. Das schmeckt für mich nach Silvester. Schweizer Kracher. Ja, genau. Aber für das Schmecken, das ist der Geruch, vergiss mal den Geruch und schmeck nur. Krass, gell? Aber so muss das riechen. Das ist ein Chassagne-Machershi, das ist Burgund. Das ist Chardonnay im Holz. Perfekte Holzarbeit, wenig Holz. Das Holz ist ganz dezent, wie so eine Katzenpfote, die ihn hier krallt. Weißt du schon, wenn es bei den Katzen immer dann in der Mitte da so. Mega geil. Ja, das ist. Ich bin ja an den Wein gekommen. Ich bin ja großer Burgund-Fan. Wir haben gesagt, wir machen jetzt die Videos. Und dann habe ich ein paar Leute angerufen, ob die uns da was geben wollen oder helfen wollen. Und war jetzt nicht so der Fall bei allen. Dann habe ich den, war ich ja in Südtirol auf Urlaub letzte Woche. Mit dem Georg, den habe ich auch kennengelernt. Hallo Georg. Jetzt sind wir nach Südtirol gefahren, das war auch ganz lustig. Da sind wir über den Tegernsee gefahren, dann haben wir den Franz noch mitgenommen. Der Franz ist ein Gemüsehändler vom Tegernsee. Also wer da mal, was heißt Gemüsehändler, Entschuldigung, ein Feinkosthändler. Also für mich aber der, einer der geilsten Menschen mit dem Georg seit Jahren, die ich getroffen habe. Ja, jetzt bin ich schon wieder in Südtirol. Wir sind ja eigentlich in Burgund. Aber in Südtirol war ich auf dieser Summa, auf dieser Lage der Ausmess, was ganz lustig war. Und dann habe ich den Steinelskarl getroffen. Und dann habe ich gesagt, okay, den Karl rufe ich an. Und ob der uns nicht was geben möchte für die Videos. Und der hat natürlich gesagt, sofort. Wollte uns dann, haben wir sogar schon überlegt, weil das der Hauptimporteur für Costerie ist. Haben wir Costerie machen. Haben wir gedacht, okay, nee, das macht jetzt keinen Sinn. Wir könnten es machen, wollten wir aber nicht. Und dann sage ich, was machen wir? Dann sagt der Karl, okay, er überlegt. Dann hat er mir den Wein gegeben und noch einen. Da bin ich auch in die Stadt gegangen und habe den geholt, weil das war Samstag, dass ich ihn noch kriege. Da war ja dort, wo das mit den Loganas passiert ist. Der mir dann aber dann wieder, der Wirt total nett ist, den ich mag, wieder zwei Weine gegeben habe, die auch wieder jetzt in die Videos landen. Einen Chianti und einen Merlot aus Deutschland. Aber jetzt einmal zu dem Wein, wie gesagt. Und der Karl hat mir das mitgegeben. Das ist, da hat er gesagt, Marc Morey habe ich ja, glaube ich, schon mal ein Video gemacht damals für Beef, so vor einem Jahr. Und jetzt haben wir Thomas Morey, sagt er. Der Marc Morey hat gesagt, er hat zwei Söhne. Einer ist dick und einer ist dünn. Der Thomas macht die dünnen Weine und der andere die dicken. Ich weiß nicht mehr, ob der Bernhard geheißen hat. Und dann hat er gesagt, dann nimmst du den dünnen. Und deswegen ist das zustande gekommen. Also wir haben hier einen Chassagne-Morey von Thomas Morey. Was ich ehrlich sagen muss, da ist halt der Karl ist eh für mich einer der Händler überhaupt in Sachen Burgund schon ewig dabei. Und das hat einfach eine Handschrift. Das ist einfach großartig, oder? Das ist diese Dezentheit, das riecht halt auch wie ein Burgunder. Also da behaupten ja viele, sie können auch die Chardonnays woanders so machen. Aber ich bin ja eh offen mittlerweile wieder für neue Sachen und auch woanders her. Aber das ist großartig. Also ich finde das wahnsinnig gut. Wie gesagt, wer immer nur Marc Morey trinkt oder was, soll auch einmal wirklich anschauen, was die Söhne machen. Also das ist krass gute Holzarbeit. Das ist, muss man selber probieren, was soll ich sagen. Wie findest du, ne? Sau gut. So einer, den ich eher allein trinken würde, wieder nicht zum Essen. Sondern du brauchst kein Essen. Nee, der steht so da, wie er ist.
Weil der würde zu einem Verbraucher so 45 Euro kosten, das ist natürlich schon eine Hausnummer, aber das ist halt schon vom Geschmack her, kann das auch ganz woanders spielen. Ich habe ja auch heute einen total blöden Traum gehabt, gell? Wirklich, ich habe geträumt. Ich habe mir eine Zigarre ausgesucht, ich rauche gar keine Zigarre und habe die geraucht und dann schaue ich auf die Rechnung und die 1950 Euro diese Zigarre kostet. Dann habe ich gedacht, eigentlich mag ich gar keine Zigarren, warum habe ich die genommen? Und so kannst du mit dem Wein auch gehen, aber Hauptsache es schmeckt. Also das ist ja auch einer für so Weinkollegen wie mich, die einfach da wenig Ahnung von haben, ist das ein ganz, ganz angenehmes Ding. Das ist das, was ich im Buch geschrieben habe, weil die Leute immer denken, dass man das nicht kann, wenn man keine Ahnung hat, und das stimmt nicht. Die Leute verlassen sich nur immer auf diese Bewertungen und das ist halt das Problem mit diesen ganzen Bewertungen. Die gehen dann zum Lidl im Endeffekt und lesen da 87 Punkte. Ich mag jetzt nicht sagen, wer es euch schreibt oder von dem im Endeffekt. Eine Bewertung ist, ich habe es zwar jetzt eh schon oft gesagt, ich habe es im Buch auch nochmal geschrieben, eine Bewertung ist im Endeffekt, wie wenn ich jetzt sage, jetzt wo fahren wir Ostern in Urlaub, jetzt Ostern ist ja heute schon vorbei, oder wo fahren wir jetzt im August hin, und dann sagst du, okay, Hauptsache mehr, ob es Essen schmeckt, ist egal. Also so würde ich jetzt mehr Bewertung sehen, und da musst du mal nachdenken, ob das reicht, dass nur mehr ist. Also im Endeffekt, mir muss Essen schmecken, dass ich mich wohlfühle. Also, ja. Großartig. Ja, hat der Karl wieder recht gehabt, muss man ihm sagen. Ja, ansonsten, ja, machen wir weiter, oder? Aber der fängt jetzt erst an, gell? Aber nee, wir müssen noch ein bisschen was arbeiten, deswegen machen wir jetzt mal Pause. Vielleicht holen wir noch mal raus, schauen wir mal, wie es weitergeht. Also danke, ciao.